Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Von den Toten kann man vieles lernen. Allerdings gibt es einen lästigen Schatten namens Emmeline, der allen Versuchen widersteht, mit ihm zu kommunizieren. Vielleicht habt ja ihr Erfolg, wo ich versagt habe. Emmeline ist schwierig. Er wird von seinem Stolz geleitet und hält die Lebenden für unwürdig. Wenn ihr ihm euren Wert beweisen könnt, steigt ihr vielleicht so sehr in seine Achtung, dass er bereit sein wird, euch zu helfen. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm sprecht. Er wird versuchen, euer Vertrauen mit schönen Worten zu gewinnen, nur um euch dann in euer Verderben zu schicken. Ihr findet ihn in der Ruine der alten Feste HR. Oh, ich muss es natürlich auch annehmen. Das könnte helfen. Bleibt einen Moment. So. Die alte Feste HR ist übrigens die, in der wir gerade sind, aber der angesprochene Geist befindet sich genau hier, da ist Emmeline. Ich lade schon mal meinen Fokus auf, denn ich weiß ja, was auf mich zukommt. Ihr atmet noch und wollt dennoch mit mir sprechen? Ihr seid nicht wie der Mann Arik. Er ist ein Steinweiser und kennt die Geheimnisse dieses Landes. Doch selbst ihn verachte ich wegen seines roten Fleisches und seines leuchtenden Blicks. Die Weisheit wird euer sein, wenn ihr euch als ihre würdig erweist. Wagt ihr es, euch meinen Kriegern entgegenzustellen? Solltet ihr den Sieg erringen, werde ich euch bei eurer Aufgabe helfen. Versagt ihr jedoch, werdet ihr das Licht des nächsten Tages nicht mehr erblicken. Besiegt meine Männer und ich werde euch helfen. Na dann, los geht's. Erstmal ihr Bogenschützenduell. Ja. Das geht noch ohne Probleme. So, solange es nur zwei sind, die mich immer angreifen, ist das jetzt wirklich kein großes Ding. Aber wir sehen schon, wir wurden von Grauen erfasst. Der ist nicht ohne, was jetzt das Grauen angeht. Ihr habt meine Männer besiegt. Das war's schon. Okay. Ich dachte, es werden noch zwei mehr oder so vielleicht. Na gut, haben wir es schon geschafft. Wunderschön. Ihr atmet noch, wenn auch rau und unregelmäßig. Ruht euch aus und lauscht meinen Worten. Gar schreckliche Taten habe ich im Namen der alten Könige begangen. Während das Böse das Land verdarb, sahen meine Männer und ich tatenlos zu und verrieten unseren Auftrag. Jetzt dient die Rote Maid, Angmar, und wir hatten doch geschworen, genau dies zu verhindern. Unser Versagen war so groß, dass Yavin Ben-Hadar uns mit dem Fluch belegte, als Halbtote weiterzuleben. Versteht ihr mich? Ich werde euch helfen, um meinen Fluch zu brechen, aber ihr müsst noch mehr tun, um euch meiner Hilfe zu vergewissern. Ich finde es sehr interessant. Yavin Ben-Hadar, das ist Tom Bombadil. Das heißt, Tom Bombadil hat in alten Zeiten mal nicht bloß sein kleines Revier behaust. Laut dem Spiel natürlich, das ist natürlich eine reine Spielerfindung. Aber in alten Zeiten hat er auch in anderen Gebieten noch seine Macht walten lassen. Und vielleicht waren auch die schrecklichen Dinge, die hier geschehen sind, ein Grund, warum er sich zurückgezogen hat in ein Gebiet, in dem keine Menschen leben und keine Hobbits leben, keine Völker, die Unheil bringen könnten. Dieses Land wurde durch den Krieg, der hier gewütet hat, verdorben. Blut, viel Blut wurde hier vergossen, bis die Quellen der Herren sich rot färbten und in einem Sumpf verwandelten. Die Herren, an deren Namen sich niemand erinnert, wurde zur Roten Maid, einer verlorenen und verdorbenen Kreatur. Iwa Bluthand erschien vor nicht allzu langer Zeit, weckte sie und gewann Macht über sie. Jetzt ist Iwa sogar eine noch größere Bedrohung als jemals zuvor. Ihr müsst gegen ihn vorgehen, um das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen. Solange wie die Rote Maid weder erlöst noch vernichtet ist,
sind meine Brüder und ich zu diesem elenden Dasein verdammt. Ihr müsst in den Westen reisen, um den Herrn der Unholde, Brudrav, und seine Soldaten zu vernichten. Sie dienen der Bluthand und müssen zerschmettert werden. Unsere Aufgabe ist klar, besiege den Untoten, der hier unten haust. Dann kann dieser Geist hier zusammen mit seinen Brüdern uns helfen, die Rote Maid zu jagen. Okay, hier gibt es bloß Jagdaufträge, das ist... Ich glaube, es ist egal, was wir hier haben. Oder na, wir schauen mal kurz hier drüben, was hat der denn? Unholde besiegen. Okay, das nehmen wir mal gleich mit an, weil wir sowieso gerade in die Ecke gehen, wo Unholde sind. Den glitzernden Siegelring, den finden wir bestimmt auch bei der Gelegenheit. Ja, Gustav, weiß ich nicht, ob er bei dem jetzt vorbeikommt. Ich nehme die auf jeden Fall mal alle an, um mal wieder gleich mit alles wahrzunehmen, was sowieso auf dem Weg liegt. Das ist doch ganz praktisch immer. So, die hier unten umkreise ich aber mal. Ja, hier unten sehen wir übrigens auch da eine Ader von Zwergeneisen. Das ist schon die vierte Stufe der Handwerkskunst dann bei den Schürfern. Ja, wie gesagt, es gibt hier halt mehrere Stufen, drei Stufen insgesamt in den einsamen Landen, was in keinem anderen Gebiet vorkommt. Ich reise jetzt mal direkt dahin, wo es leuchtet. Denn dort, wo es leuchtet, da müssen wir hin. Und auf dem Weg kann ich mal zumindest die, die mir im Weg stehen, schon mitnehmen. So, wunderbar. Er kann von mir aus da rumreiern, rumrühren, wie er möchte. Das ist mir völlig egal. So, damit haben wir die Düstermarsch schon abgeschlossen. Wir haben die Düstermarsch erkundet. Es gibt genau zwei Gebiete. Zwei Gebiete haben wir gefunden. Ah, Wille brauche ich nicht. Also ist das Selbstvertrauen für mich egal. Die 5 Punkte sacken wir auch gern ein. Die sind ja quasi geschenkt. Was haben wir denn hier? Ein Sumpffürst. Okay. Den lassen wir mal so, wie er ist. Hast du jetzt gerade eben da oben Brudrav getötet? Oder wie auch immer man den ausspricht. Das wäre gemein. Da müsste ich jetzt nämlich warten, bis er wieder beschworen wird. Bis er wieder gespawnt wird. Naja, mal schauen. So. Immerhin, wir haben schon zwei Unholde besiegt in den Ruinen. Brudrav oder Brudrav. Ich weiß nicht, wie man den aussprechen soll. Das ist immer so schrecklich, die Aussprache. Wird dann wohl der dritte sein. Und natürlich ist er gerade nicht da, weil die Dame, der wir gerade begegnet sind, ihn wahrscheinlicherweise gerade besiegt hat. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz warten und Tee trinken. Diese Schreine hier übrigens, die lösen bei uns das Grauen aus, das wir hier sehen. Also plus 3 Grauen. Oh, das ist nicht so gut. Ich gehe mal kurz wieder einen Meter weg. Die verfluchten Männer gehören mir. Ja, okay. Niemand wird sie Ivers. Immerhin nur der eine. Die Soldaten lassen mich dann doch in Ruhe zum Glück. Ich hatte jetzt gerade die Sorge, dass die auch auf mich losgehen. Aber zum Glück nicht. So, den holen wir uns. Er alleine ist okay. Das geht. Meister, ich habe versagt. Ja, das hast du. So, kann ich euch irgendwie helfen, Leute? Seid ihr nicht frei jetzt, wo ich ihn besiegt habe? Ich dachte eigentlich. Na gut, egal. Wir haben den Unhold. Ich nenne den Namen nicht nochmal besiegt jetzt. Wie auch immer man ihn aussprechen mag, ich weiß es nicht. Der Unhold ist tot jedenfalls und... Also er war schon vorher tot, aber jetzt ist er auch vernichtet. Vernichtend tot. Damit können wir uns wieder zurück zu... wie hieß er denn? Arik? Arik? Begeben? Emily, ach, mit Emeline erstmal reden, okay. Und danach wahrscheinlich nochmal zu Arik Steinsprecher. Nehme ich so an. Auf jeden Fall haben wir für Emeline jetzt den Auftrag erfüllt und damit wird er uns beistehen im Kampf... gegen Iva und die Rote Maid. Ich muss sagen, an der Stelle ist es leider ein bisschen ungünstig vom Spiel geregelt, weil es nicht zum Hauptquest gehört, Iva und die Rote Maid zu bekämpfen. Die sind beide in dem Gebiet, dass man nur mit einer Gefährtengruppe reisen sollte. Und ja, das gehört halt nicht zum Hauptquest mit dazu. Leider. Hey, ich habe Level 30. Woohoo! Wunderbar. Ja, nach Evendim werden wir auch noch reisen. So, jetzt werde ich aber erstmal die ganzen Aufträge, die wir hier haben, beiseite tun.
und werde erstmal zu Emmeline gehen. Ah, die macht das auch gerade dasselbe wie ich. Ihr kehrt aus der Schlacht zurück. Und der Herr der Unholde hat sein Ende gefunden. Nun werde ich über die Vergangenheit sprechen und über das, was noch geschehen wird. Das alte Arnor hatte über lange Zeit Bestand, doch dann verfiel es. Drei Reiche wurden geboren, Arthedain, Cardolan und Rudaur. Doch das Licht Arnors wurde trübe, denn die Herzen der Menschen lassen sich leicht zu dunklen Taten vollführen. Rudaur wandte sich gegen uns, das Königreich Arthedain, denn dort waren unsere Dúnedain-Brüder, in die Gewalt eines bösartigen Anführers der Bergmenschen geraten, der im Dienste Angmars stand. Die Warnung kam viel zu spät. Für die Maid und für uns. So, oh, der Ring, der sieht aber gut aus. Den nehme ich. Den nehme ich doch direkt an mich. Der Speer wäre auch nicht falsch, aber ich glaube, der Ring ist besser. So, damit auf zu Kapitel 14, Geschichte der Roten Maid. Die Kriege haben dieses Land verdorben und es im Blut Unschuldiger ertränkt. Auch die Herren ertrank. Wurde von Tod und Bösartigkeit erstickt. Und wir taten nichts, um sie zu retten. Wir haben zweimal in unseren Pflichten versagt. Und siebenmal wurden wir von einem der Elben, den sie Yavin Ben-Hadar nennen, verflucht. Anmerkung, das ist kein Elb, das ist Tom Bombadil. Als die Herrin zur Roten Maid wurde, verdarb sie ihre eigene Heimat, das Land um sie herum und die wilden Kreaturen, die darin leben. Sie war gar schreckenerregend und wir wagten nicht, uns ihr entgegenzustellen. Als es kein warmes Blut mehr gab, das sie vergießen konnte, legte sie sich nieder, um zu schlafen, bis Iva kam und sie wieder erweckte. Dies ist meine traurige Geschichte. Geht jetzt, kehrt zu eurem Meister zurück und berichtet ihm von diesem Geheimnis der Vergangenheit. Denkt immer an das Schicksal, das uns ereilte und vergesst niemals die Aufgabe, die euch gestellt ist. So, also auf zurück zur Feste Gurut. Die Geschichte der Roten Maid sollte Radagast mitgeteilt werden. Ein trauriges Schicksal, das die Söhne von Arthedain hier befallen hat. Ich hatte es schon mal irgendwann vor ganz langer Zeit erwähnt. Arnor ist in drei Reiche zerfallen und Rudaur, das schwächste der drei Reiche, das kleinste der drei Reiche und das Reich der drei, das am wenigsten Numenorer Blut in sich trug. Hat sich leider, als der Hexenkönig dann Eriador offen mit Krieg überzogen hat, auf die andere Seite ziehen lassen. Hat die Seiten gewechselt und an der Seite des Hexenkönigs, an der Seite von Angmar, gegen Cardolan und Arthedain gekämpft. Ja, so, was haben wir hier? Fridolin Tuck meldet sich mal wieder bei uns. Weil wir Level 30 erreicht haben, gibt's wieder eine Jagdaufgabe. Auch wenn ihr gerade einer großen Bestie auf der Spur seid, solltet ihr euch einen Moment zur Zeit nehmen und euch das Beigefügte anschauen. Kommt zu mir nach Bre, sobald ihr es gelesen habt. Fridolin Tuck. So, das schauen wir uns mal kurz an. Auch wenn es nicht zum Hauptquest gehört, nehmen wir ja mit die großen Jägerquests hier. Eine weitere wichtige Angelegenheit. Aigir, mich haben weitere Neuigkeiten erreicht und ich hoffe, dass ihr mich aufsuchen werdet, um ihre Wichtigkeit zu besprechen. Sucht mich in Bre auf, so ihr denn wollt, und ich werde euch alles Nötige erzählen. Flamba, Tuck oder halt auch Fridolin, je nachdem, wie man es will, übersetzt oder unübersetzt. Gut, das nehmen wir mal mit und werden erstmal weiter hier Buch 2 verfolgen und das werden wir dann vielleicht in der nächsten Aufnahmesession am Anfang mitmachen. Wäre eine Idee, mal schauen, ich weiß jetzt noch nicht, wie genau ich das denn regle. Auf jeden Fall erstmal zu Radagast zurück und damit sollten wir meines Erachtens nach zum letzten Kapitel von Buch 2 kommen. Mensch, Tardoliel, du springst auch immer darum, wo ich gerade bin.
Es ist einiges geschehen. Damit sind wir wieder bei Radagast. Ja, dies ist ein schreckliches Schicksal für jeden, den es trifft. Und dieser Ivar ist wirklich ein grausamer Feind. Ich bete, dass man diese jungen Leute gesund und wohlbehalten wiederfindet. Ach, das wisst ihr ja noch gar nicht. Zwei tollkühne junge Eglein sind losgezogen, um die feste Guru zu retten. Ihnen ist nicht klar, in welche Gefahr sie sich begeben, und sie müssen von ihrem Vorhaben abgebracht werden. Der Stolz und die Ehre treiben sie an, aber was sie erwartet, ist allein der Tod. Ja, klingt auf jeden Fall gut. So, wir werden mal wieder die Solo-Aufgabe nehmen, der Rotpass. Ich habe eine Aufgabe für euch. Zwei junge und starrköpfige Eglein, Elsa und Eriak, sind mit ein paar Gefährten nach Agamaur eingedrungen. Sie wollten herausfinden, wer hinter dem Bösen steckt, das ihr Volk bedroht. Doch wenn der Aridfürst Ivar nach Agamaur gekommen ist, dann befürchte ich, dass sie sich einer Macht gegenübersehen werden, der sie nicht gewachsen sind. Sie brauchen unsere Hilfe. Der Rotsumpf ist in zwei Gebiete unterteilt. Das eine sind die südlichen Sümpfe, Haragmar genannt, die ihr bereits kennengelernt habt. Elsa und Eriak sind über den Rotpass in die nördlichen Moore namens Agamaur eingedrungen. Dieser Durchgang ist nur den Eglein bekannt. Und mir. Ich werde euch begleiten, denn der Schatten, der sich über Agamaur gelegt hat, ist zu mächtig, um von euch allein besiegt zu werden. Und ihr wisst nicht, von welcher Art das Übel ist, das uns im Sumpf erwartet. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr bereit seid. Das machen wir, aber erstmal werde ich noch ganz kurz diesen Ring anlegen. Und zwar an die Stelle von genau diesen. Dankeschön. Habt ihr mal ausnahmsweise den richtigen Ring genommen dabei. Von Kothringor, der mittlerweile schon etwas outdated ist. Und vor allen Dingen hat er auch keine Beweglichkeit mit drin. Deswegen weg damit. Und dann geht's auf zur Instanz, die das Ende von Buch 2 beschreiben wird. Seid ihr bereit für den Abmarsch? Seid ihr bereit? Gut, wir müssen sofort aufbrechen. Ich fürchte, die Zeit wird knapp für unsere jungen Eglein-Freunde. Blutig. Der Aridfürst Ivar verbreitet Verderbtheit in Agamaur, dem Rotsumpf, indem er das Böse dorthin bringt, um den Willen Angmars zu befolgen. Gut, so, ich musste mal kurz was trinken, Verzeihung. Genau, wir haben mal wieder diesen Boost bei den HP, weil wir eben Solo antreten hier. Das werden wir öfter mal sehen. Also, das sieht immer ganz schön aus, wenn man mal so 5000 Lebenspunkte hat. Wir werden später, ich glaube auf Level 100, das habe ich mit meinem Barden mit Torwart, ich glaube so 13.000 Lebenspunkte erreicht man, glaube ich, am Ende. Das heißt, man hätte schon mal einen ganz guten Bonus auf jeden Fall. Damit macht es das ganze, Stück einfacher. Und vor allen Dingen haben wir Radagast. Wir haben gerade schon gesehen, Heilung 5000 Punkte. Radagast wird nicht kämpfen. Radagast ist nämlich kein kriegerischer Istar, sondern der unterstützt und heilt nur. Und das reicht vollkommen aus. Wir müssen nach Westen zum Lager der Eglein. Elsa und Eriak werden schon warten und ich kann mich von dort aus besser um dieses Verderbnis kümmern. Diese Verderbnis, Entschuldigung. Die Macht, die diesen Sumpf noch immer verdirbt, ist gar schrecklich. Aber vielleicht müssen wir uns ihr nicht alleine stellen. Die Bestien berichten mir... Die Bestien? Welche Bestien? Berichten mir, dass es hier Schatten wie die von Emmeline gibt, die davon überzeugt werden könnten, den Eglein zu helfen. Ich weiß nicht, warum sie nicht unter ihresgleichen bleiben, aber wenigstens haben sie den Eglein nichts Böses getan. Doch nun müssen wir uns beeilen. Selbst die Bäume schreien vor Schmerzen. Ich muss ihnen so schnell wie möglich helfen. Folgt mir! Ich kann euch allerdings keinen Beistand versprechen, denn ich werde meine ganze Stärke brauchen, um Ivar Bluthand gegenüberzutreten. Lasst uns zum Lager gehen. Okay, ich schau noch mal ganz kurz. Okay, 10 Minuten, das sollte reichen. Ich glaube, länger brauchen wir für die Instanz nicht. Hier werden wir gleich ganz niedliche Aspekte bei Radagast beobachten können. Toloanim Melinin. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Mögen eure Glieder leicht werden. So, einmal gegen Bäume kämpfen. Ich kenne dieses Spielchen schon, denn ich war schon im Alten Wald. Und im Alten Wald sieht das auch nicht anders aus. Da kämpft man auch gegen Bäume.
Es gibt angenehmere Sachen, muss ich zugeben. So, aber was soll's, wir kriegen das schon hin. Wir müssen uns ja keine Sorgen um unser Leben machen, zum Glück. Okay, Spaltschuss, noch einmal einen Schlag. Und dann können wir nochmal mit dem hier, dann sollten wir ihn haben. Genau. Wunderbar. Ich bin immer noch im Kampf, Sauerei. So, da hacken wir mal kurz drauf. Wunderbar. Was beunruhigt euch? Ich sehe, dass diese Verderbtheit alles in Mitleidenschaft gezogen hat. Ich werde mein Bestes tun, euch zu helfen. Kommt. Ja, Radagast redet mit den Tieren und die Tiere begleiten ihn dann auch. Das finde ich total niedlich, muss ich sagen. So, bei dem Quest wäre es natürlich unglaublich cool, wenn wir jetzt so rumlaufen könnten, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich kann es einmal probieren. Mal sehen, ob ich lang genug den Überblick behalte dabei. Okay, momentan geht's noch. Das Blöde ist halt, man sieht halt nichts von seinen Skills gerade. Momentan. Okay, sollen wir den hier bekämpfen? Ja. Greifen wir mal den Sumpfschleicher an. Übrigens, die große Knubbel obendrauf, das ist nicht sein Körper, das ist ein Nest. Vorsicht, Freunde. Diese Grimmwurzel ist verärgert. Ach, juhu. Mal wieder. Aber vielleicht ein bisschen spät für eine Falle, aber was soll's. Möge eure Stärke zurückkehren. So, einmal gegen den Baum. Haltet durch. Das kann ich jetzt auch gerade nur machen, ohne meine Lebenspunkte zu sehen, weil ich eben Radagast an meiner Seite habe, der mich im Zweifel einfach mal heilen kann. Ansonsten würde ich das jetzt nicht machen. So. Ist natürlich auch so ein bisschen Blindflug hier gerade. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt gerade erfolgreich ist, was ich tue. So, ich glaube, jetzt habe ich meinen Fokus langsam aufgebraucht. Wenn ich manchmal rumstehe und nichts tue, dann habe ich gerade eine Ladezeit für einen Skill. Nur mal zur Erklärung, weil ihr seht es ja nicht. Ich weiß aber, was ich drücke, von daher weiß ich, dass ich das mache. So, der Baum lebt immer noch. Mensch, das ist aber auch ein hartnäckiges Stück. Ich hoffe, meinen Lebenspunkten geht es gut. Das ist ein bisschen unklar, wie es mir gerade geht. So, kann ich jetzt mal wieder den reinhauen? Ja, aber es reicht immer noch nicht. Ach komm, im Kampf ist es vielleicht ein bisschen blöd. Ja, meine Lebenspunkte brauche ich mir gar keine Sorgen machen, sehe ich gerade. So, da kriegt er noch einen Stachelpfeil um die Ohren. Welch eine Schande, dass ein so großartiger Baum der Erde entrissen werden muss. Jetzt aber schnell. Nee, noch nicht schnell. Ich muss ja erst noch besiegen und so. Lass mal noch fertig kämpfen, bitte, Radagast. So, du hier hinten. Ein wirklich guter Tag, finde ich. Genau meine Meinung. Es gibt ein paar wirklich schöne Teiche in dieser Gegend. Kommt, folgt mir. Ich bringe euch in Sicherheit. Er redet schon wieder mit Tieren. Ist nichts Ungewöhnliches. Bei Radagast muss man damit leben, dass er immer mal mit irgendeinem Tier redet gerade. Es scheint, als ob dieses Tor von einer bösen Macht versiegelt wurde. Aber ist auch total süß. Doch glaube ich, es öffnen zu können. Der Fuchs ist schon in der Ab-8-Stellung. Der ist quasi schon durch. Abelein Minadam. So, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Okay, erstmal den elenden Unhold. Ich glaube, das wird hier der heftigste sein. Ich glaube, die Abscheulichen, die werden nicht ganz so schlimm sein. Wir sehen auch, die haben 3000 Lebenspunkte. Also, ich glaube, in Gruppe hat man hier doch schon ordentlich zu tun. Das ist nicht ohne. Aber mit dem Boost und mit Radagast an der Seite muss man sich hier wirklich keine Sorgen machen, dass man irgendwelche Probleme kriegen könnte im Kampf. Das ist dann schon relativ gechillt, das Ganze. So. Auf zur nächsten Runde. Wir sehen schon, da drüben sitzt schon der nächste Kandidat für ein Gespräch, das Kaninchen. Ich werde vielleicht schon mal direkt hier eine Falle hinbauen. Seid gegrüßt, mein vierfüßiger Freund. Was führt euch hierher? Das ist gar nicht gut. Gestattet, dass ich euch helfe. Kommt! Der nächste in der Reihe. So, dann kümmern wir uns mal kurz hier drüben drum. So, mal wieder die Anzeige angemacht.
Radagast, hilfst du mir? Ich hoffe. So, einmal achte ich als unnötig, den Nahkampfangriff zu machen. Weil ich meinen Fokus doch noch gar nicht verbraucht hatte. Das ist ärgerlich. Naja gut, was soll's. Ich glaube, Radagast ist weitergegangen, kann das sein? Bleib mal bitte stehen, Radagast. Ich brauch dich doch. Du musst mich doch heilen. So, jetzt sollte man wieder in seinem heilenden Einfluss drin sein, mit. Hoffe ich. Sollte eigentlich passen. Gut. Damit ist der Baum auch gleich Geschichte. Wunderbar. Oh. Und schon der nächste. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? So, da werde ich vielleicht mal hier eine Falle auf dem Boden zimmern. Mögen eure Glieder leicht werden. Ist auch geil. Mitten im Kampf erstmal. Warte mal kurz. Auszeit. Ich baue eine Falle auf dem Boden. Tritt danach bitte mal rein. Du siehst nicht, wo ich die hinbaue. Nein. Gut. Okay, damit sollten wir es jetzt haben. Ja, wunderschön. Ich nehme an, du wartest noch, weil du noch den Sumpfschleicher neben dir stehen hast, ne? Ja, kein Problem. Damit geht's weiter mit der fröhlichen Tierparade. Was ist denn mit dem Eichhörnchen? Möchtest du das nicht mitnehmen? Das arme Eichhörnchen fürchtet sich doch. Die Armee von Angma wird euch aufhalten. Nein. Diese Armee wird mich nicht unbedingt aufhalten. Nein. No, Sir. So. Ach, ihr mal mit eurem Rumgeröhre hier. Linbena Scala. Was soll's? Erledigt. Du hast das Eichhörnchen vergessen. Was? Eichhörnchen? Das arme Hörnchen. Lass es doch nicht so sitzen dort. Das ist ja gemein. Was wartet auf dich? Viva hat uns vor Leuten wie euch gewarnt. Was für Leute wie wir denn? Wovon redest du? Ich weiß nicht, was er meint. Leute wie wir, als ob wir irgendwelche Vagabunden wären oder so. Wir sind ehrliche, rechtschaffene Krieger, die euch zugegebenermaßen den Arsch aufreißen wollen, aber Leute wie wir, also ehrlich mal. So, einmal Spaltschuss. Ja gut, erstmal der Schlag in die Menge, dann der Spaltschuss. Und dann können wir auch mal wieder hier einen von den Fokusdingern benutzen. Okay. Radagast, das Eichhörnchen, du hast es vergessen. Hm. Aber wir haben es erstmal in die Feste geschafft. Zu einem der Geister. Schön, euch zu sehen. Wo sind ihr klein geblieben? Von solchen Dingen kann ich nicht sprechen. Neven befiehlt, dass ich die Stellung halte, egal was auch geschehen mag. Sprecht noch einmal mit diesem Schatten. Vielleicht kann er uns noch mehr verraten. Ich muss mich um die Sicherheit meiner kleinen Freunde hier kümmern. Kommt, meine kleinen Freunde. Das arme Eichhörnchen. Das tut mir so leid. Ich glaube, es sitzt dann aber später bei Radagast mit drinnen rum. Okay, wir reden mal mit der Nasen und werden mal schauen, ob wir hier nicht gerade irgendwie ein bisschen aushelfen können.